Willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Underworld. Mein Name ist Kryo und wir haben in der letzten Folge ein Artefakt geborgen, welches uns wieder entwendet wurde. Enttäuscht sind wir zurück zu unserem Schiff geschwommen hier und haben dabei gesehen, dass dieses große Schiff, an dem wir hier gerade so schön ja, angelegt haben, mehr oder weniger, dass da diese Jungs drauf sind, die uns das Artefakt geklaut haben. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir jetzt mehr gleich mächtig aufräumen müssen. Dazu werde ich jetzt hier mal meine Waffen testen. Gut, die Taste für das Heilpäckchen habe ich auch parat. Das heißt, jetzt kann es direkt losgehen. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir hier auf diesen Anker springen müssen. Probieren wir mal. Sieht gut aus. So, und oben angekommen geht bestimmt gleich der Punk ab. Verletzen Sie Gegner, um Ihre Adrenalinanzeige zu füllen. So, momentan sehe ich noch keine Gegner. Ist alles noch ruhig. Klicken Sie Y, um Adrenalin. Das konnte ich jetzt leider nicht mehr lesen. Aber ich würde vorschlagen, dass wir einfach mal Y drücken. Also später dann. Und da sehe ich auch schon die ersten Gegner. So, natürlich weiß ich nicht, was wir auf dem Schiff tun sollen. Ich schätze mal einfach das Artefakt holen. Und dazu müssen wir uns wahrscheinlich dieser ganzen Crew hier entledigen. Aber wie üblich schaue ich mir erstmal alles an. Und stürze mich nicht sofort in den Kampf. Ich habe es auch immer gerne ein bisschen ruhiger. So, da ist doch der erste Gegner. Der wartet doch drauf hier. Ah, das hat doch geklappt hier. So. Hat da jemand mit Maschinengewehr geschossen oder was? Kann ich da von denen was einsammeln? Nein. Da haben sie alle so tolle Gewehre dabei und ich kann hier nichts einsammeln. Die Frage ist natürlich, wo wir hin müssen. Aber ich erkunde das Ganze einfach mal weiter. Drücken Sie in der Nähe des Gegners E, um im Nahkampf auszuschalten. Okay. Cargo Hold. So, müssen wir hier rein. Aufdrehen kann ich sie auch nicht. So, dann gehen wir mal in die andere Richtung hier. So, ich habe übrigens die Lautstärke, den In-Game-Sound ein bisschen leiser gemacht, weil ich gehört hatte, der wäre ein bisschen laut. Das stimmt auch. Der war tatsächlich ein bisschen laut. Ich hoffe, jetzt ist es angenehmer, weil ich habe ihn wirklich nur einen Tick leiser gemacht. Und hier ist halt gerade relativ laute Musik. Ja, die Taschenlampe brauchen wir jetzt nicht hier. Es geht doch mal auf hier. Das gibt's doch gar nicht. Wo geht's denn jetzt weiter? Gut, dann schießen wir erstmal ab hier. Wir müssen da irgendwie hochgehen. Ah, vielleicht, ich ahne es schon. Wir müssen klettern oder so. Na gut, hier kann ich nicht klettern. Hm. Also ich bin da momentan etwas ratlos. Gehen wir mal hier zwischen diesen Cargo-Containern. Hallo? Da kann man auch nicht drauf springen. Also es muss tatsächlich hier vorne weitergehen. Und hier sind noch lauter Türen. Und ich drücke die ganze Zeit auf die Taste, das könnt ihr mir jetzt glauben, um Objekte zu benutzen. Also ich kann die Tür hier definitiv nicht öffnen. Obwohl hier so ein schöner Knopf ist. Vielleicht kann ich sie ja aufziehen. Nein, auch das nicht. Hm. Tja, wie gesagt, ratlos.
Bis hierhin ging es leicht. Und ab jetzt, keine 2 Minuten später, hängen wir schon wieder. So, gut, da gehe ich schon mal in die andere Richtung hier. So, hier gibt es auch nichts, nee. Ist da was? Da haben wir das auch schon probiert. Die Taste treten und Objekt benutzen ist dieselbe. Deswegen drehe ich hier als gegen die Türen. Nicht, weil ich meinen Verstand verloren habe. Sondern, wie gesagt, weil es dieselbe Taste ist. Jo. Vielleicht kommen wir von hier oben irgendwo rein. Nein, auch nicht. Tja, das ist schon wieder sehr ärgerlich. 2 Minuten spielen, schon wieder hängen. So kann man seine Zeit auch vertrödeln. Wir machen jetzt Folgendes. Wir machen einen kleinen Schnitt und ich suche nochmal die Gegend ab. Und weiter geht's. So, ich habe hier ein bisschen, bin hier ein bisschen rumgerannt. Das Rätsel ist Folgendes. Ich muss über die Container. So, und von da kommen wir da hin. Probieren wir's. Jawohl. So, und jetzt können wir nämlich von da aus hier oben hin. Und da war auch schon ein Speicherpunkt. So. Feststelltaste und meine Hand. Haftgranate. Was, eine Haftgranate? Die bleibt an denen haften, oder was? Oh, der lebt ja noch. Der alte Sound. Ich bin jetzt nicht so ein Freund von Handgranaten. Ich stehe mehr auf das klassische Ballern. Was haben wir hier Schönes? Danke. So. Hier steht niemand. Noch niemand. Da noch. Alter Drecksack hier. Da vorne rennt einer rum, schon wie ein gestochenes Wiesel. Oh. So, wir werden langsam gelb. Unsere Gesundheit wird gelb. Aber orange. Ich glaube, ich nehme gleich mal ein Verbandspäckchen. Und wir sind wieder grün. Hier sind Helikopter und wieder Gegner. Da hat jemand eine Schrotflinte. So. Die schon noch schöne Schrotflinte, die hätte ich jetzt auch ganz gerne. Aber die Gegner verlieren ja keine Waffen. Das ist immer wieder sehr realistisch, wenn irgendwelche Gegner die tollsten Waffen haben. Man kann sie im Anschluss nicht einsammeln, weil sie wie von Zauberei verschwunden sind. So, hier geht's wieder runter. Und ein neuer Speicherpunkt. Aber immer noch kein Eingang ins Schiff direkt. Oh, shit. Den hab ich gar nicht gesehen. Da ist noch einer. Nochmal schnell ein Medipack reinballern. So richtig ausweichen kann man hier auch nicht. Vielleicht sollte ich doch mal versuchen, eine Handgranate dahin zu ballern. Oder eine von diesen Haftgranaten. Ach, hier ist noch ein Medipack. Scheiß auf die Granaten. Wir haben doch genug Medipacks. So, im Schiff angekommen. Sauhund. So. Also, hier geht's nicht weiter. Wir müssen nach rechts. Und die Tür schließt sich wieder.
brauche hier einen Medipack nach dem anderen. Ich glaube, ich schaue gleich mal im Inventar nach, wie viel wir dabei haben. So, hier kann man nichts tun, außer weiter zu rennen. Wobei, ich muss ja sagen, das Beste an Tomb Raider, das sind diese Rätseleinlagen und weniger das Geballer. Geballert habe ich noch nie gerne, zumindest nicht in Tomb Raider. Aber da müssen wir jetzt durch. So, da ist auch niemand hier. Da kommen bestimmt die Nächsten angerannt. Zwischensequenz. Oh oh. Müssen wir jetzt da weiter oder müssen wir da wieder zurück? Ich gehe einfach mal in die Richtung hier. Hat sich gerade erledigt in dieser Richtung. Wir springen also wieder zurück. Wir springen, ja. Wir rennen. So, ist alles ruhig, wie mir scheint hier. Da sind zwei Wege. Einmal der Spitz, wo wir hergekommen sind. Ne, da sind wir nicht hergekommen. Was rede ich denn wieder für einen Blödsinn? Mist, er ist zu klein. Jetzt kann ihn nur Lara benutzen, bis ich sie töte. Selbst das würde das Artefakt nicht... Wir laufen voll Wasser. Verdammt. Wir reden später weiter. Wirklich schön, dich wiederzusehen, Lara. Die Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Probenglas sind begrenzt. Meine größte Erheiterung ist es, Amanda zu beobachten, wie sie dir nachjagt. Jacqueline Nadler, Sie wollen wohl ewig leben. Das muss gerade du sagen. Sie haben Amanda von Avalon erzählt. Wir haben nicht viel Zeit. Überleg dir also gut, was du fragst. Was wissen Sie über meine Mutter? Das Podium, das ihr in Nepal entdeckt habt, ist Teil eines, sagen wir, eines Reisegeflechts. Es brachte deine Mutter nach Avalon. Mein Vater hat nach Avalon gegraben, aber nur Niflheim gefunden. Wie ist es dazu gekommen? Richard hat die falsche nordische Unterwelt gefunden. Deine Mutter ist nicht in Niflheim. Sie ist in Helheim. Wo ist das? Das werde ich dir sagen. Irgendwann. Aber wenn es soweit ist, brauchst du Thors Hammer, um hineinzukommen. Vielleicht hast du ja mehr Glück auf der Suche als dein Vater. Was wollen Sie damit sagen? Deine Antwort liegt an der Westküste Thailands. 17. Breitengrad. Reich der Toten. So, hier die Türen sind verschlossen. Hat sie nicht gesagt, das Schiff läuft voll Wasser? Ich sehe bis jetzt nichts. Hier ist alles zu. Oh oh. So. Da hinten brennt es jetzt. Oh je, das Schiff rumpelt. Ich glaube, wir müssen jetzt zurück. Bevor wir also nach Thailand können, müssen wir erstmal versuchen, wieder auf unser Schiff zu kommen. Gegner sind scheinbar alle verschwunden. Komm, renn weiter, Lara. Halten Sie die Umschalttaste fest, um zu sprinten. Ja, muss ich denn sprinten? Ups. Ach, das war wieder ganz toll. Das kommt davon, wenn man blind spielt. Jetzt hat es mich zerrissen. Ich weiß nicht, noch gar nicht so genau warum. Ich glaube wegen dem Feuer. Ach. Das war jetzt keine Dummheit. Ach, das erkläre ich jetzt euch nicht, warum ich das gedrückt habe. Halten Sie die Umschalttaste fest, um zu springen. Thank you.
Das war aber knapp hier. Da fliegen jetzt aber die Fetzen. Wie soll ich hier wieder zurückkommen, Mensch? So, da ist eine Leiter. Der mag aber nicht, dass ich hier weiterspringe. Warum nicht? Ach, Mann. Wenn da eine Leiter ist, muss ich da auch irgendwie hoch. Ach, ich kann mich da an diesen... Genau. So. Nochmal auf die Leiter hier. So. Ja, aber hier gibt es nichts mehr zum Festhalten, oder? Doch. Da kann ich ihn auch festhalten. Sehr schön. Und da fliegen hier die Sachen durch die Gegend. Das gibt's doch gar nicht. Wie komme ich jetzt da dran? Kann einfach hinklettern. Okay. Mit der geschickten Klettereinlage wieder hier rausgesprungen. So, jetzt müssen wir hier wieder was. Hier ist wieder eine Leiter, okay. Wie gut, dass hier überall diese Dinger sind. Diese Rädchen. Aber ganz ehrlich... Ach so, doch, hier ist eine Leiter. Ich habe mich gerade gefragt, wie man die wohl bedienen soll, wenn man hier, wenn die so weit oben sind. So, wie geht's denn jetzt weiter hier? Ja, so auf jeden Fall nicht. So, geht's weiter. Oh oh. Tja, und wir sind im nächsten Abschnitt Thailand. Das Artefakt haben wir uns wieder geholt. Das Schiff ist gesunken. Alles prima. Und jetzt sind wir alle gespannt, was als nächstes passiert. Thailand hört sich auf jeden Fall schön an, weil eben hier Dschungel. Und das mag ich sehr gern. So, was haben wir hier? Wir haben zwei verschiedene Outfits zur Auswahl. Eine Hose oder eine kurze Hose. Sieht so aus wie die alte Lara aus dem ersten Teil, nur halt ein bisschen besser. Ja, was nehmen wir denn? Ach, wir nehmen das mittlere Dschungel-Outfit. So, jetzt können wir uns ja noch Waffen aussuchen, oder was? Ist ja ganz was Neues. Maschinenpistole, nein. Schrotflinte, nein. Sturmgewehr, Harpune, Betäubungswaffe. Sturmgewehr. Keine der Ruinen ist von hier unten zu sehen. Und wenn Vater hier gewesen ist, hat er keine Spuren hinterlassen. Was zum Teufel hat Thailand mit Wikingern? Oder Ruinen unter dem Mittelmeer zu tun? Oder mit Avalon? Helheimsip. Verschiedene Mythen benutzen unterschiedliche Namen, aber es geht immer um dieselben Relikte aus der antiken Welt. Und eines dieser Relikte lebt immer noch. Ich möchte nicht in Amandas Haut stecken, falls Nagla freikommt. Und ich möchte in keinem von uns stecken. So, wir sind in Thailand und ihr seht es schon, Dschungel.
überragend, sage ich dann nur, weil das ist genau das, worauf ich abfahre. Und diesen Dschungel erkunden wir in der nächsten Folge. Also bis dahin, alles Gute. Macht's gut.